Und damit herzlich willkommen bei einem weiteren Adventure Map Let's Play. Ja, diesmal geht es um die Map Herobrine's Mansion. Und die ist übrigens wieder von Hypixel, also genau wie mein Death Sentence Let's Play. Ja, und ich würde sagen, wir beginnen sofort. Can you see me? Ja, kann ich sehen. Ich finde das extrem cool, dass diese Laubtextur da von den Bäumen halt der Kopf von den Monstern ist. Das finde ich ziemlich witzig. Ja gut, also diese Map ist von Hypixel. Ich würde sagen, wir machen hier gleich easy. You're now playing in easy mode. Okay. Ja, gut, dann gehen wir mal durch. Aha, Tutorial Room. Ja, dann machen wir mal ein einfaches, ja, wie gesagt, Dummy-Tutorial. Ja, das ist ja extrem, ja, egal. So, und da ist ein Monstrus. Ein Monstrus ist da. Ich habe jetzt leider kein Schwert, wie ich sehe. Besser gesagt, wie ihr seht. Deswegen muss ich den jetzt hier mal mit der Hand töten. Aber das macht ja gar nichts. So. Wir haben es ja gleich. Gut, und da haben wir jetzt eine Schallplatte. Und das ist auch schon ein wenig das Spielprinzip. Wir bekommen immer, wenn wir Bossmonster töten, solche Schallplatten. Juhu, die ist hier gerade rechts unten. Deswegen tue ich jetzt nur so, als würde ich das durchlesen. Ich würde sagen, wir pressen jetzt diesen Button, damit wir unser Adventure starten. Ne? Ja. So, und da wären wir jetzt hier in einer coolen Welt, hier mit wirklich tollen Bäumen. Die schauen wirklich ziemlich gut aus. So, was ist denn das denn? Da haben wir Steaks drin und ein Holzpferd und noch ein Holzpferd. Das ist ja super. Gut, ich würde sagen, wir folgen jetzt einmal den Weg hier. Das ist ein bisschen blöd, die Monster zu töten, weil, wie gesagt, ein Holzschwert ist jetzt nicht unbedingt der Weisheit des Schluss. Aber geht eh recht rasch, eigentlich. Obwohl, naja, gut. Ja, ein Fledermaus, wirklich sehr niedlich. Wie gesagt, übrigens, das Section Effect des Stamina Craft habe ich schon einmal benutzt. Eine Pilzkuh, die habe ich eigentlich noch nicht so oft gesehen. Egal, mal weiter. Ja. Nette Lampen. Victor says, help us strangers, come here. Ja, also der Victor sagt, wir sollen ihm helfen, weil, ja, Zombies ihn angreifen. Das ist ja toll. So, das heißt, wir essen mal eine Kleinigkeit und werden dann diese Monster hier wieder beseitigen. So. Oh, ich habe eine Attacke abgerissen. Ich habe gar nicht gewusst, dass das geht in Adventure Mode. Mit meinem übelsten Skill habe ich die Monster jetzt getötet und wir haben sogar ein Steinschwert bekommen, das ich jetzt sofort benutzen werde. So. Ja. Ja, das freut mich aber, dass ich dir helfen kann, du Victor. So. Ja, jetzt bin ich etwas am Arsch quasi. So, jetzt habe ich nur noch zwei Herzen. Das ist natürlich ungut. Wie gesagt, wir haben überhaupt gar keine Rüstung. Allerdings das Gute ist, wenn wir sterben, dann respawnen wir mit unserem ganzen, also mit unserem vollen Inventar. Das ist ziemlich gut, das muss ich wirklich sagen. Das ist sehr gut gemacht. Ja. So. Ich vermute mal, dass wir gleich sterben werden. Deswegen werde ich jetzt einmal etwas vorsichtiger die Monster hier killen. Ja, der Hypixel, der hat das echt ziemlich gut gemacht. Natürlich alles per Hand, ne? Hoppala. Natürlich alles per Hand, also
Ist ja ganz klar, ne? Nein, aber wirklich, wirklich ziemlich schön alles gebaut und ja, ziemlich imposant, muss man sagen. Wirklich eine gute Idee. Oh, wer ist denn da drinnen? Ach, hallo Viktor. Achso, das ist ja eine Frau. Ja, egal. Wo ist denn der Viktor? Ah, da ist er. Hallo Viktor. So, was haben wir da drinnen? Ah, zwei Steinschwerter, das ist gut. Das ist gut. Und was haben wir da drin? Also eine okay, your personal storage. Okay. Gut, da ist ein Kamin und was verkaufen die mir denn so? Mhm, aha, vielleicht eines die sofortige Gesundheit. Obwohl ein bisschen Fleisch, das wäre, glaube ich, trotzdem besser. Ich glaube, ich nehme mir einfach mal ein bisschen Fleisch hier. So, was gibt's noch? Gibt's noch irgendwas für. Hat der vielleicht irgendwas Gutes im Angebot? Unsere Dealer hier, unsere Haschisch-Dealer. Haschisch? Nee. Soweit nicht, egal. Gehen wir einfach mal weiter. Wir können ja jederzeit sozusagen zurückkehren. Und ja, also ich muss hier mal einen kurzen Blick hier drauf werfen. Das ist wirklich so extrem ja, gut einfach gebaut. Und da ist ein Monster. So. Ja, später bekommen wir dann auch verzauberte Schwerter und keine Ahnung, Rüstung und Diamantsachen. Das sieht bei uns jetzt momentan noch nicht so profimäßig aus, ich weiß. Okay, da haben wir jetzt einen Diamant-Tiny erwischt. Das ist natürlich nicht so schön und ich sollte dann auch wieder mal was essen. Oh, wir haben sogar eine Kartoffel bekommen. Das ist ja was schön. So. Ja. Gut, dann können wir jetzt, glaube ich, weitergehen, oder? Ja. Verdammt. Ich glaube, ja. Wiederbeleben kann man nichts machen. Aber wie gesagt, das seht ihr jetzt eben, dass unser ganzes Inventar voll bleibt. Also das ist sehr positiv. Ich sollte eigentlich den Weg gehen. Vielleicht geht das sogar schneller. So. Aber das Positive an dem Sterben ist natürlich, dass wir dann unser Inventar, also A, bekommen wir unser Inventar wieder und B, bekommen wir eine volle Hungeranzeige. Ne? Das darf man natürlich auch nicht außer Tracht. Ja, haltet die Klappe, ihr, das darf doch wohl nicht wahr sein, bitte. Hallo? Wie soll man die bitte angreifen? Das geht ja gar nicht. Das ist ja wirklich blöd. Ah, ich habe da übrigens ein Kettenhemd. Das nehme ich gleich. Ich glaube, das habe ich nämlich nötig. Ich alter Pro. So. Ja, Pilzkuh, was willst du denn? Gut, Hoppala, was war denn das jetzt? Das war jetzt ein kurzer Schnitzer. Ja. Vielleicht sollte ich mal von hinten angreifen. Das wäre auch, das wäre irgendwie logischer, glaube ich. Ich gehe das Ganze jetzt einmal von hinten an. Oder vielleicht doch keine gute Idee, oder? Ja. So, hier schnell hinter den Busch rennen. Ja, nachkommen tun sie mir trotzdem. Aber zumindest kann ich sie, glaube ich, jetzt besser töten. So, und er hat sogar einen Pfeil gedreht. The Skeleton King should be in here, okay. Ja, also wie es aussieht, müssen wir hier, hoppala. Ja, du hast mich jetzt aber erschreckt, Junge. Anscheinend müssen wir hier drinnen einen, ja, passt schon. Anscheinend müssen wir, ja. Ja, wie schön. Wie oft wir hier sterben, das ist ja wirklich ein Traum. So. Wir sollten hier drinnen einen Boss killen, wie es aussieht. Schnell hier alle töten, schnell hier alle töten. Hallo? Die verpacken sich ja im Boden, das ist ja sehr schön. Und ich hänge hier fest irgendwo. Ja, hier sind echt merkwürdige Sachen, die hier zugehen. So. Und jetzt geht's weiter runter. Hallo? Ah, eine Kiste. Oh, cool, ein Dings. Was ist das? Ein Helm. Ausgezeichnet. Ich sehe echt verdammt cool aus. Ja, und da ist ein weiterer. Gott sei Dank nur ein Monster. Also ich finde echt Monster sind super. Die Skelette sind wirklich blöd. So, und eine weitere Kiste mit einem Trank der Regeneration. Das ist ja ausgezeichnet. So, hallo die Herren. Kann ich euch töten? Ich denke schon. Oh, lalalalalala. Wie viele hier sind? Hilfe! Hilfe! Oh mein Gott! Das sind natürlich alles, Wow, Hilfe!
Und wir sind gestorben. Das ist ja grandios. Grandios ist das. Aber zumindest haben wir mal Knochen. Das ist ja nicht schlecht. So, jetzt werde ich mir mal meine Rüstung zurechtlegen. Das kommt dahin, das kommt dahin. Und Bögen sollte ich vielleicht auch mal verwenden, ne? Was habe ich denn da? Unendlichkeit, das ist ausgezeichnet. Unendlichkeit ist immer gut. So, Freunde. Vielleicht sollte ich mich nicht hier direkt drunter stürzen. So. Und da hat er jetzt etwas getroppt, was Gutes, wie es aussieht. Hallo? Stirb endlich, Junge. Jüngel? Ja, wie lange dauert denn das noch? Ah, jetzt. So, was hat dann da getroppt? Aha, aha, aha. Ich glaube, das ist... das ist Schutz 1 und das ist Schusssicher 2. Was soll ich nehmen? Ich glaube, ich nehme mal das hier. Und das da ausgezeichnet. Jetzt sind wir schon mal mit einer guten Rüstung ausgerüstet. Jetzt werde ich den hier noch schnell töten. So, was ist denn das hier? Aha, passiert nichts. Ah, sehr gut. Jetzt ist was passiert. Ein Geheimraum hat sich geöffnet. Das ist ja grandios. Da gehen wir jetzt weiter. Oh. Was ist das? Ja, ich wette, da fallen jetzt gleich Monster runter, aber es hilft dir eh nichts. Ja, wie gesagt, da fallen... Ich habe ja gesagt, ich wette, da fallen jetzt gleich Monster runter. Ich werde mich hier mal nach hier schleichen. Oh mein Gott, kann man doch nicht alle töten. Hilfe. Trank der Regeneration, schnell. Hilfe. So, jetzt, meine Herren, jetzt kann ich euch hier einer nach dem anderen kann ich euch hier niedermetzeln. Ist da noch jemand? Da vorne ist noch jemand. Ja, kommt rein, Junge. Muss ich dich halt so töten? Hilft alles nix. So, und du jetzt. So, ausgezeichnet. Jetzt hätten wir die hier auch alle mal niedergemetzelt. Und ich würde sagen, hier mache ich jetzt mal einen kleinen Cut. Und ja, danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.